Am Gericht und am Heinrichsdamm an der Kettenbrücke gibt es sie bereits, die neuen unterirdischen Altglascontainer. Rein optisch sehen die unterirdischen Altglascontainer besser aus. Aber sind sie auch leiser als die Container, die ganz normal an der Straße stehen? Wir machen den Test. Zum Vergleich werfen wir Flaschen in beide Container ein. Die Standardcontainer sind viel lauter. Warum stehen also die unauffälligeren unterirdischen Container nicht schon überall in Bamberg? Die Antwort ist keine große Überraschung. Drei Container kosten zwischen 20.000 und 40.000 Euro.